Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin heute hier mit Kareem, einem Art- und Fashion-Designer, mit dem ich ein bisschen plaudern darf über sich und sein Leben und sein Werk. Ich bin Verena, das ist der Voices and Visions Podcast. Let's go! Hi Kareem, wie geht's dir heute? Ganz gut, danke. Danke. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da bist, freue mich sehr. Ich danke dir heute für die Einladung. Ich glaube, wir werden eine coole Zeit haben. Ja, ich habe vorher schon überlegt wegen der Fun-Fact-Frage, die ich dir stellen möchte, aber sie war so cool, dass ich sie gleich trotzdem stelle. Was wäre dein Go-To-Karaoke-Song? Nein! Nein, ich würde es nicht antworten. Okay. Wir haben schon festgestellt, Scream anscheinend bei Musik da ein bisschen... Ganz weit weg. Ja, ja. Also ich höre Musik, aber ich merke nie einen Text. Ja. Ich höre die Musik für die, also für die Melodie sozusagen. Mhm. Ja. Cool, cool. Und was wir auch schon festgestellt haben, dass wir in unserem Texting-Verhalten ganz anders sind. Dass du immer alles in eine Nachricht packst und ich sehr viel. Ja, das schaut für mich deutlicher aus. Ich kann dann besser verstehen sozusagen. Ja, ja, weil sonst steht für mich ein Chaos. Das verstehe ich. Ich bin das Chaos. Das ist, jeder Schritt muss einzeln geplant sein. Okay. Ja gut, dann magst du mir vielleicht gleich ein bisschen was erzählen über dich und deine Fashion und die Art, die du machst. Ja, also wie du gesagt hast, mein Name ist Kareem Aladami. Ich bin 27, lebe in Wien und ich komme aus dem Irak. Ich mache seit ein paar Jahren Mode. Genau, ich habe meine eigenen Kollektionen, Shows, Performances und ja. Mega cool. Wann bist du nach Wien gekommen? Nach Wien? Ich lebe seit 2 Jahren in Wien ungefähr. Mhm. Aber davor habe ich auch die Modeschule in Wien gemacht, wo ich noch nie in Österreich gelebt habe. Cool. Genau. Cool, wo in Niederösterreich? In Krems an der Donau. Sehr schön, ja. Krems. In der Wachau. Viel Wein? Genau. Ah, sehr cool. Das heißt, wann bist du dann nach Krems gekommen? 2015 bin ich nach Österreich gekommen und bis vor 2 Jahren habe ich dort gelebt. Cool. Genau. Okay. Was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du nach Wien ziehen wolltest? Hey, die Mode selber. Die Mode selber, cool. Ja, Mode, Freunde, Kontakte, meine Arbeit, Projekte, genau. Okay, sehr cool. Ja. Auf welcher Modeschule warst du da? Ich war an der Kunst, Mode, Design, Herbststraße im 16. Bezirk. Sehr cool. Genau, es ist eine sehr coole Schule, es ist eine sehr bunte Schule. Ja, ja. Kannst du empfehlen? Ja, das ist mein zweites Zuhause, okay. Noch immer. Ich gehe immer noch hin, ich besuche die Schule, ich besuche das Lehrteam, ich besuche die Direktorin. Ich bin immer bei den Shows von der Schule. Ah, cool. Ja. Du bist der Special Guest. Ich liebe die Schule. Ja. Mega. Ja. Also es gibt auch Kunst- und Mode-Zwerg, das heißt, man kann beide machen. Genau. Super cool. Ja, sehr cool. So, was war denn dein erster Job, dein allererster Job? Auch in Mode. Ja. Genau, das mache ich noch immer. Also ich war in meinem Heimatland, ich komme aus dem Irak, wie gesagt. Habe ich schon mit 10 angefangen, in Modegeschäften zu arbeiten. Dort ist es vielleicht für manche nicht normal, aber dort ist es normal, mit 10 anfangen zu arbeiten. Genau, ich habe in 4, 5 Modegeschäften gearbeitet und als Verkäufer natürlich. Und das mache ich eh bis heute auch. Also ich bin jetzt in Wien auch angestellt in einer Modeboutique, in einem Konzeptstore. Ich mache es, weil ich liebe es, Menschen zu beraten, was Mode angeht. Ich mag es auch mit Kunden, die sich mit Mode auskennen, über Mode zu reden im Geschäft. Auch Tipps geben, für sie auch die Looks kombinieren. Ja, ich berate gerne Menschen bei Mode. Sehr cool. Genau. Sehr cool. Und wie bist du dann darauf gekommen mit 10, dass du dort arbeiten möchtest? Ich bin in einer Straße aufgewachsen, die fast so wie Marienhilfestraße ist. Mhm. Und da hatten wir nichts anderes außer Mode in der Straße. Okay. Also wirklich nur Textilien und also Schuhe, Taschen und Kleidung. Es gibt noch immer nichts anderes dort in der Straße und ich bin genau Mitte der Straße aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen. Ja. Genau, deswegen, ich habe auch nichts anderes gesehen außer Mode. Cool, und dann für dich war klar, okay, du willst da gar nicht ausbrechen, du bleibst dort. Ich wollte dort bleiben, ich war auch Sportler, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber was Arbeit angeht, habe ich nur das gemacht. Mhm. Ja. Was für Sport hast du gemacht? Ich war
Profi-Schwimmer und Wasserballer. Sehr cool. Ja. Wie hat sich das vereinbaren lassen, zeitlich, hobbymäßig? Ist das gut gegangen? Es ist gut gegangen. Ich habe vor der Schule trainiert. Oh, wow. 4 Uhr in der Früh. genau, nach dem Training war ich in der Schule. Und nach der Schule war ich wieder 2 Stunden wieder nochmal trainieren und dann im Geschäft. Wie viele Stunden hast du geschlafen? Ganz wenig. Ich schlafe noch immer 5 bis 6 Stunden am Tag. Wirklich? Ja. Und das ist okay, dass das... Ja, weil dort ist wieder anders. Also der Tag dort ist viel länger, mhm, weil der Tag fängt 17, 18 Uhr an, mhm, mein Heimatland. Das geht bis 2 Uhr in der Früh. Haben alle Geschäfte offen. Das ist anders. Anders wie hier. Okay, genau. Sehr cool. Das heißt, ich kann trainieren, in die Schule gehen, nochmal trainieren, dann ins Geschäft. Okay. Genau. Super. Und da kommen dann auch noch viele Leute ins Geschäft später am Abend. Voll. Es ist, wie gesagt, es ist wie die Mariahilfestraße, wirklich eine Modestraße. Und es ist immer voll mit Menschen. Also manchmal wird die Straße auch zugesperrt, keine Autos, weil es Stau ist. Da kommen wirklich nur Kunden. Mhm. Ja. Cool. Okay. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen Beratung im Irak und Beratung hier? Weil du gesagt hast, du machst ganz das anders, ganz anders. Also da, wo ich arbeite, wie gesagt, ich arbeite in einem Concept-Store. Mhm. Und da, wo ich, also da, wo ich im Irak war, da hatten wir immer noch nur Fast Fashion. Und das ist anders. Das ist ganz anders, andere Themen, weil dort, es wird ganz schnell gekauft, schnell, also konsumiert, getragen, schnell weggeschmissen. Das heißt, ein Kunde kommt fast jede Woche zu mir. Hm. Und das gibt es hier nicht, weil hier kauft man ein Kleidungsstück für längere Zeit. Und man schaut auf Qualität. Man schaut, wo das Kleidungsstück hergestellt ist. Mhm. Dort ist halt anders, weil jeder will schnell kaufen, schnell tragen, schnell Stil wechseln. Genau. Okay, spannend. Dauert dann eine Beratung hier tendenziell länger? Es ist länger. Weil du dich mehr mit dem Kleidungsstück vielleicht beschäftigen, ja, musst. Ja, es ist länger, weil es nachhaltiger ist, die Mode. Mhm. Genau. Okay. Ja, cool. Genau. Das ist der Unterschied, glaube ich. Cool, du hast gesagt, dass du auch selber Kollektionen machst. Wie würdest du deine Fashion beschreiben? Es ist ganz schwierig, weil ich sage es immer so, ich wechsle meinen Stil oft. Jetzt seit ein paar Jahren eh nicht mehr, fast der gleiche. Aber ich würde es schon bunt beschreiben, nicht von Farbe her, sondern von so gemischt. Ich mache immer wieder was Neues. Ich versuche immer wieder was Neues zu machen, um mich selbst zu entdecken, neue Techniken auszuprobieren, mit neuen Materialien zu arbeiten, neuen Farben, Themen auch. Deswegen ist es ganz schwierig. Jede Kollektion ist anders wie die davor. Und ja, einfach, ich würde es einfach bunt beschreiben vielleicht. Cool. Ja. Gibt es trotzdem irgendwie ein Thema, was sich durchzieht, oder ist das wirklich immer was ganz anderes? Es ist oft, wechselt sich oft, also die Themen, aber ich arbeite auch gerne mit aktuellen Themen oder Themen aus der Vergangenheit, also Sachen, die ich erlebt habe. Ich kann sie halt durch Mode und meine Kunst verarbeiten, genau. Mhm. Und ja, also aktuellen Themen oder manchmal arbeite ich auch, ganz ehrlich gesagt, auch ohne Thema, nur so Freestyle, um zu schauen, was aus dem Material jetzt wird. Spannend. Genau. Das heißt, wenn du ein Thema hast zum Beispiel, was du reinarbeitest, hast du dann schon von Anfang an, wenn du dich hinsetzt, diesen Gedanken, okay, du möchtest das Thema inkorporieren, oder startest du auch irgendwie und dann merkst du währenddessen erst, dass es vielleicht auch reinfließt gerade? Es wechselt sich auch immer wieder. Aber oft, wenn ich ein Thema habe, dann fange ich schon mit der Recherche an, was alles mit dem Thema verbunden ist. Und dann setze ich an ein Moodboard. Und Moodboard besteht aus ganz vielen Elementen, aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen, so wie zum Beispiel Text, Bilder, auch Materialien und Farbkombinationen, ganz unterschiedlich. Und aus dem Moodboard nehme ich meine Ideen, meine Inspirationen und dann setze ich sie halt. Natürlich, dazwischen mache ich manchmal Skizzen. Ich habe oft die Skizzen im Kopf. Ja. Und ich mache ganz wenig wirklich die Skizzen. Ich mache es nur, wenn man unbedingt wissen will, was ich machen werde. Wie zum Beispiel manchmal Theaterprojekte, weil mache ich auch Kostüm im Theater. Mhm. Und da muss ich halt skizzieren. Aber wenn ich
für mich was machen möchte, dann habe ich schon ein Bild von dem Design im Kopf und das reicht mir, weil ich weiß, wie es ausschauen wird. Das ist, ich muss nicht skizzieren. Aber ich sammle, wie gesagt, meine Inspirationen oft von Moodboards und ich arbeite auch gerne mit Text, was Mode angeht. Ich beschreibe manchmal die Looks, also ich beschreibe die Looks und ich skizziere sie nicht. Spannend, okay. Genau. Also ich, cool. Ich habe an meiner Wand so ein paar Blätter, wo ich wirklich Look 1 schaut so und so aus, hier kommt das und das hin und keine Skizze, weil wenn ich das lese, dann weiß ich, wie es ausschaut. Cool. Ja. Sehr cool. Und wie lang ist das dann? Wie lang ist der Text dann zu einem... Wirklich, manchmal Stichwort, manchmal Text. Cool. Ja. Sehr cool. Spannend. Und wie lange arbeitest du an einem Moodboard an sich? Je nachdem, wie groß das Projekt ist oder wie groß die Kollektion ist. Manchmal wirklich ganz schnell, wenn ich gut vorbereitet bin und alles ausgedruckt habe und so, dauert vielleicht 1-2 Tage, manchmal länger, weil oft entwickelt sich die Moodboards selber im Prozess. Also wenn ich mit dem anfange, dann kommen immer wieder Ideen aus demselben Moodboard, dann muss ich sie wieder hinzufügen. Mhm. Genau, und es entwickelt sich mit der Zeit. Okay, sehr cool. Spannend. Ja. Das heißt so, wenn wir jetzt auf deinen Prozess gehen, wenn du, sagen wir, eine neue Kollektion starten würdest, dann beginnst du mit einem Moodboard? Oft, oder nicht immer. Wie startet das? Nicht immer, schon oft mit Moodboard, ja. Okay. Genau. Wenn du kein Moodboard hast, was hast du dann? Dann habe ich die Idee im Kopf. Das ist cool. Oder Freestyle. Ich arbeite auch, wie gesagt, ganz viel Freestyle. Ich will mich selber entdecken. Ich bin noch Anfänger sozusagen und ich will mich noch selber kennenlernen. Ich will schauen, was ich kann, was aus den Materialien passiert, die ich habe. Manchmal, ich lasse mich selber von einem Material selber inspirieren. Manchmal, ich sehe ein Material, dann sage ich, okay, aus dem kann ich das und das machen. Mhm. So, ist ganz unterschiedlich. Spannend. Sehr cool. Also es gibt an jedem Punkt des Weges gibt es 1000 verschiedene Wege, wie es weitergehen kann. Aber es sind alle verbunden. Es verbindet sich immer wieder. Ja. Okay, cool. Okay, das heißt, nach deinem Moodboard, wie würde es dann weitergehen? Danach entweder, wie gesagt, mit Skizzen anfangen oder keine Skizzen, sondern meine Looks beschreiben für mich, notieren, also damit ich nicht vergesse, was ich bei der Kollektion machen möchte. Und dann fange ich an, die Materialien zu besorgen. Und aus den Materialien mache ich dann die Kollektion an. Also ich fange dann mit der Fertigung, also zuerst Schnittkonstruktion, manchmal auch keine Schnittkonstruktion, wenn ich Freestyle arbeiten möchte. Ich mache es einfach so, wie es ist. Und dann fange ich an mit dem Nähen, genau. Okay. Machst du alles selber? Ich mache alles selber, von Moodboard, von Material besorgen, bis du glückst und fertig bist, bis zum Runway. Wow. Ja. Cool. Wie lange, was war das Längste, dass du mal gesessen bist an einem Stück? Stück kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Oder ein Piece, Aber Kollektion, ich habe mal für eine Kollektion genau, ich kann mich erinnern, von 12. Juli bis 7. Oktober bis zum Tag der Show gearbeitet. Aber die war schon eine sehr große Kollektion, bestand aus 32 Looks, 65 Pieces. Und daran habe ich schon Tag und Nacht gearbeitet. Es macht mir Spaß. Ich merke die Zeit gar nicht, wenn ich arbeite. Erst wenn ich fertig bin, manchmal. Mhm. Aber ich schaue auf mich auch. Also ich gehe oft in die Natur, ich gehe oft immer noch oder manchmal oder ganz wenig schwimmen. Jetzt habe ich aufgehört. Okay. Aber Badewanne zum Beispiel, Massage, das ist... Ja, cool. Man muss schon balancieren. Okay. Also du findest dann einen Ausgleich. Ja. Okay. Genau. Das heißt, wie würde dann so dein durchschnittlicher Tag ausschauen? Wenn ich im Geschäft Arbeit habe, dann bin ich von 10 bis 19 im Geschäft, ist in der Boutique. Danach duschen, essen, wieder was nähen, wenn ich Energie habe, wenn ich keine Energie habe, direkt in die Badewanne und dann ins Bett. Sehr gut. Und wenn ich frei habe, dann starte ich schon Vormittag an zum Nähen, bis ich einschlafe. Bis danach, also dazwischen mache ich was zum Essen. Genau, und
wenn ich frei habe und keine Energie habe für Nähen, dann gehe ich schon raus. Ich gehe Ausstellungen, Kunstevents, mit Freunden, also Zeit verbringen. Ja. Sehr cool. Aber manchmal einkaufen gehen. Aber ja. Das mache ich selten. Ja. Ja, cool. Aber du stehst nicht mehr immer um 4 Uhr in der Früh auf? Und nein, nicht mehr. Zack, zack. Also nicht mehr, sondern nicht mehr wie früher. Das habe ich wirklich 4 Jahre lang gemacht. 4 bis 5 Stunden geschlafen, jetzt ein bisschen länger. Ja, weil das hat sich verändert ein bisschen. Ich versuche jetzt bis 7 Stunden zu schlafen. Ja. Ja. Jetzt ein bisschen anders. Ja, so verändert sich es einfach. Voll. Weil oft, also wenn ich im Bett bin, dann kommen, das kennst du vielleicht, oder kennen ganz viele Menschen, kommen tausende Gedanken im Kopf und das lässt mich nicht schlafen. Aber da kann man vielleicht mal ein bisschen ordnen und einfach mal schauen, was ist da. Mach ich auch. Ja, mach ich auch. Ich stehe manchmal auf, ich schreibe sie auf und dann gehe ich wieder ins Bett. Ja. Okay, du hast schon gesagt, eben, dass du viel in die Natur gehst. Wo wären denn so Inspirationsquellen oder was treibt dich so an? Ich würde sagen, aber du wirst vielleicht lachen. Manche werden vielleicht sagen, hey, was, wie? Okay. Ich verbringe sehr viel Zeit in Vorarlberg. Ja. Ja, weit weg. Genau. Weite Reise. Genau, also oft so übers Wochenende bin ich in Vorarlberg für 2 Tage. Ich gehe wandern, ich gehe in die Berge. Wasser, ich liebe Wasser. Ja, schwimmen. Ja. Ich liebe Wasser, ich liebe wirklich Grün, Berg und das gibt alles dort. Und ich habe Verwandte dort, deswegen bin ich immer wieder in Vorarlberg. Cool. Und sonst in der Wachau. Ist auch ganz schön. Frühling ist wunderschön. Bei der Donau. Und sonst Leinse Tiergarten ist auch schön. Mhm. In Wien. Ja. Oder schön in Brünn. Genau, nicht immer. Ja. Cool, sehr cool. Das heißt, du machst in Wachau, Vorarlberg, ja, immer Stationen? Ja, das tut wirklich gut für die Seele. Ja, einfach so für 2-3 Tage weg aus der Stadt, dort ein bisschen ruhiger, auch weniger am Handy schauen. Manchmal tue ich trotzdem, aber es ist ein anderer Vibe. Okay. Es ist für mich so wie Neustarten, also wie ein Computer Neustarten. Ah, ja. Genau. Das ist sehr cool. Nimmst du dann auch was zum Arbeiten mit oder bleibt das wirklich alles in Wien? Nein, ich gehe wirklich, nur ich alleine. Ich lasse alles da. Okay. Ja. Sehr cool. Genau. Sehr, sehr cool. Ja. Genau. Du hast auch erzählt, dass du fürs Theater. Genau, ich mache im Theater Kostüme. Mhm. Ich habe bis jetzt ein paar Projekte gehabt im Dschungel Wien. Das ist ein Theater für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Museumsquartier. Genau, es macht mir auch voll Spaß. Es ist wieder eine andere, wie soll ich sagen, es war für mich eine neue Erfahrung, als ich das gemacht habe, das erste Mal. Und ich mache es noch immer gerne. Also wenn ich im Theater arbeite, ich entdecke mich, glaube ich, noch schneller. Weil Kostüme ist anders wie Mode, also wie Fashion. Es ist anders, aber es ist auch verbunden sozusagen. Und deswegen sage ich auch immer dort, wenn ihr Kostüme von mir braucht, ich will trotzdem, dass ich meine Mode mache und zeige. Also ich will nicht nur kostümmäßig machen, sondern schon meine Mode auch zeigen. Auch ein Stück von dir mitgeben. Genau. Weil es ist anders ein bisschen. Cool. Es macht Spaß. Vor allem, wenn ich die Kostüme auf der Bühne sehe, ich bin irgendwie ganz stolz auf mich, weiß nicht warum. Super, mega. Ja, es ist anders wie auf dem Runway, es ist ganz anders. Okay, inwiefern? Weil sie bewegen sich anders. Yeah. Ja, also es geht, im Dschungel ist oft Tanzperformances. Also Tanzperformances oder Tanztheater mit wenig Sprache oft. Und so werden halt die Kostüme anders präsentiert. Mhm. Genau. Und oft zum Beispiel so 3 oder 4 Personen auf der Bühne, die vielleicht 15 Kostüme präsentieren, indem sie sich halt im Backstage umziehen und dann wieder. Und bei Runway habe ich immer ein Model für einen Look. Ist wieder anders. Mhm. Genau. Und Theater hat mich schon ganz viele Wege für mich geöffnet, muss ich sagen.
das erste Projekt, was ich gemacht habe, hieß Kalaschnikow Mon Amour. Das ging um Männer. Wieso ging, die Augenbraue dazu? Es ging um westliche Männer, also aus, Männer aus meinem Heimatland und die Männlichkeit und auch die westliche Identität sozusagen und auch die Mentalität und wie wir in Wien leben oder generell in Europa leben, wie soll ich sagen, es ging wirklich hauptsächlich um Männer und auch die Kultur generell. Deswegen, es gab auch nur 7 Männer auf der Bühne. Es gab gar keine Frau. Und die haben schon ganz tolle Bilder gemacht auf der Bühne. Wirklich, Bilder waren richtig, richtig wunderschön. Und dieses Stück wurde auch für Stelle-Preis nominiert. Das ist Tanzpreis in Österreich. Hat Platz 2 gewonnen. Wow. Genau, und dieses Stück geht es bis heute noch. Und das ist schon 3 Jahre her. Und sie spielen immer wieder. Sie haben in Berlin gespielt, in Mailand gespielt, vor 3-4 Wochen in Basel in der Schweiz und bald, glaube ich, Frankfurt. Und wow. Die Kostüme reisen immer. Und das freut mich immer. Ja, ja. Bist genau, ein bisschen wehmütig, durch diesen, mitreisen. Voll. Durch diesem Projekt, wie gesagt, haben sich ganz viele Wege geöffnet. Weil das war mein erstes Projekt im Theater und es war schon erfolgreich, muss ich sagen. Es gab ganz viele Zeitungsartikel, Online-Artikel, Fernseher. Das war unerwartet. Es kam zu schnell für mich. Ja, aber cool. Das kann man ja eh nicht vorbereiten. Ja, und vor allem, wenn ich sehe, dass meine Kostüme auf jedem Flyer sind im Ausland. Und das macht mich irgendwie schon glücklich. Ja, super. Ja. Und da war ich noch Schüler, da war ich noch in der Modeschule, als ich das gemacht habe. Also da war ich in der 2. Klasse, glaube ich. Wow. Genau. Das heißt, war das dann dein I've made it Moment? Oder? Wirklich, ja. Weil es kam auch unerwartet. Ich habe meine erste Kollektion rausgebracht. Und nach 2-3 Wochen habe ich eine Anfrage bekommen vom Theater. Also ich, cool. Es kam einfach so, keine Ahnung, es war ein Zufall und es war auch ein Challenge für mich, weil ich wusste nicht mal, was ein Kostümbildner heißt, weil ich habe den Begriff noch nie davor gehört, ehrlich gesagt. Es ist vielleicht wegen der Sprache, aber ich kenne das auch aus meiner Muttersprache auch nicht wirklich, diesen Begriff. Und dann war ich dort und ich habe einfach sofort zugesagt, also... Cool. Ich habe gesagt, ja, ich will es machen. Ja. Das heißt, zuerst war deine Kollektion da und auf Basis von ihr wurdest du dann angefragt, sozusagen vom Theater? Oder wie ist das entstanden? Also ich glaube, sie haben mich von Instagram entdeckt, als sie die erste Kollektion online gesehen haben. Genau. Dann waren sie so, dich wollen wir. Genau. Die erste Kollektion war auch von der Stadt Dürnstein, kennst du vielleicht, inspiriert. Ja, ja. Genau. Auch in der Woche, oder? Genau, ja. Genau. Richtig. Kennst dich aus. Ja, und danach hatte ich auch ein paar andere Projekte. Und nach, glaube ich, 2 Jahren nach dem ersten Projekt haben Freunde von mir und ich ein Theater- und oder Tanz-Performance oder Tanzprojekt gegründet, heißt Lost Generation. Mhm. Es ging um unsere Generation und die Auswirkungen der Pandemie auf uns und wie man auch durch Mode, Kunst, Tanz, Musik, generell Kunst gegen Pandemie und Krisen was macht. Genau. Und das war auch ein Projekt, das ganz viele Dinge für mich verbessert hat, weil in dem habe ich auch das erste Mal einen Workshop gemacht mit Katharina, meiner besten Freundin, die mit mir das gegründet hat. Das war auch ein Mode-Workshop, das erste Mal, und wir machen Kostüme, wir haben das für das Projekt gemacht. Social Media war ich nicht so ganz aktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. genau, das Projekt hat mit uns zwei angefangen. Jetzt sind wir fast
20 Personen drinnen. Cool. Also von Tänzer, Bühnenbildner, Musikproduzent, Choreografin, Psychologin haben wir auch dabei, die uns unterstützt, mental. eine Pädagogin, weil wir auch mit Jugendlichen arbeiten. Und ja. Cool. Das heißt, es wächst weiterhin. Und genau, genau. Also wir machen, also wir haben gemacht mehrere Workshops, so Tanzworkshop, Bühnenbild-Workshop, Text, Musik, Mode-Workshop, genau. Und am Ende hatten wir auch eine ganz erfolgreiche Tanz-Performance im Soho-Studio oder in Soho-Studios. Ah, cool. Genau. Cool. Und wer kann zu diesen Workshops kommen? Könnte ich da auch einfach? Jeder. Cool. Jeder, also auch ein Casting. Wir planen auch für dieses Jahr wieder das zu machen. Das heißt, wer Lust hat, kann sich einfach bei uns melden, per Mail oder auf Instagram, log.projektgeneration. Genau. Cool. Perfekt. Also du kannst auch gerne teilnehmen. Also jeder kann, jeder ist willkommen. Genau. Cool. Okay. Und da habt ihr wahrscheinlich jetzt viel geplant. Wir planen, also wir sind immer am Planen. Immer am Planen. Ja. Das hört und nie tun, auf. Nicht nur planen, und tun auch. Cool. Genau. Ja. Also für dieses Jahr hoffentlich kommt noch wieder das Projekt, also die Performance. Mhm. Genau. Sehr cool. Cool, cool, cool. So. Du erzählst mir alles schon von den Fragen, die ich eigentlich fragen wollte. Sorry. Muss ich gerade schauen, wo ich wieder einsteige. Wenn ich zu viel rede, kannst gerne. Nein, es ist perfekt, sagen. Es ist super. Es sind so viele Dinge, wo ich nachfragen möchte. Ich muss mir alles noch merken. So, da waren wir schon. Das habe ich in der Schule gelernt. Ich muss ganz viel reden, ganz viele Fragen beantworten, bevor sie gestellt werden. Perfekt. Das ist so perfekt umgesetzt. Bei ja, cool. Präsentationen. Ja, ja. So, was war der unvergesslichste Moment in deiner Karriere? Ich glaube, meine Show Krieg ist kein Verb. Diese Show war wirklich für mich so ein Sprung, so wirklich unvergesslicher Moment, weil das war die größte Show, die ich bis jetzt gemacht habe, von Looks und Modelsanzahl her und auch Planungs-, also von Planern, also von Zeit her, Aufwand. Und das haben wir auch in einem, im Rahmen von einem Kunstevent gemacht, so ein Tag. Wir hatten auch KünstlerInnen, die ausgestellt haben, also Malerei und zwei Shows. Also eine Show von Katharina Glingler und Antonia und meine Show. Das war sehr unerwartet, wie viele Menschen gekommen sind zum Event. Wir hatten auf der Gästeliste 850 Gäste. Wow. Das war wirklich gar nicht erwartet. Wie fühlt sich das dann an, in dem Moment dort zu stehen? Und ich war sehr nervös, weil ich war im Backstage und dann habe ich geschaut, wie viele sich gemeldet haben und ich war schockiert. Okay. Wirklich, weil bis zwei Wochen vor der Show hatten wir 40 Anmeldungen. Und dann auf einmal so drauf. Und das Schöne ist, die Show oder die Kollektion ging es auch um ein Thema, das ich selber erlebt habe, aber auch wir alle. Also wie gesagt, die hieß Krieg ist kein Verb. Und es ging nicht nur um Krieg, wie wir es kennen, so wie gerade in Gaza oder Ukraine oder in einem anderen Land. Ich habe selber auch ein paar Kriege, das klingt vielleicht leicht, wenn ich das sage, ein paar Kriege erlebt und das wollte ich in der Kollektion sozusagen präsentieren. Deswegen habe ich auch originale Militärstoffe verwendet für die Kollektion. Also wirklich, die waren versteckt seit 80er Jahren. Diese Stoffe, ich habe sie, also sie waren damals geplant für Militär, ich habe sie dann für Mode verwendet. Und das Schöne daran auch, dass ich glaube 80-90% von den Models waren gar nicht erfahren, was Modeling angeht. Mhm.
sind die meisten zum ersten Mal gelaufen für mich. Das wollte ich unbedingt machen, dass denen die Chance geben. Danach sind ein paar schon in Modelsagenturen gegangen, weil sie gesehen haben, ja, es funktioniert, jeder kann laufen. Und ich treffe noch immer Menschen, die bei der Show waren, die ich gar nicht kenne bis heute. Und das macht mich jedes Mal glücklich, weil so viele Menschen dabei waren. Aber also wir hatten nur 303 Sitzplätze, das heißt, der Rest ist nicht reinkommen. Okay. Ja. Ja. Ja, für nächstes Mal weißt du, größere Location. Voll, ich hoffe. Ich kommt hoffe, gut an. Ja, ja. Es war nicht nur wegen mir, weil ich halt, das meine Show ist, sondern wie gesagt, wir waren mehrere KünstlerInnen. Mhm. Ich glaube, 6, die ausgestellt haben, also Malerei. Und es gab auch eine zweite Show von Kata. Das heißt, also die kommen nicht nur für mich, sondern für uns alle. Aber ich fand es wunderschön, wie sie uns unterstützt haben. Ja, weil das war meine erste größere Show. Ich hatte mal eine kleinere davor mit 8 Looks, 8 Models im Spektakel. Das ist im 15. Bezirk. Aber es war nicht so riesig wie diese Show. Mhm. Genau. Und eine zweite Show war letztes Jahr im März hatte ich, in Houston Gates. Da waren auch ganz viele Menschen da. Ja, weil es war auch im Rahmen von einem Event. Aber waren wirklich ganz, ganz viele Leute. Und das macht mich immer glücklich, weil ich sehe es schon, dann ich sehe, dass die Leute das wirklich Interesse haben und immer wieder kommen. Mhm. Und immer wieder auch neue Menschen kommen, also nicht nur die gleichen. Ja. Und das macht mich noch glücklicher, ja. Ja, sehr cool. Genau. Ja. Das heißt, du hast schon dein Publikum gefunden in Wien. Und die Leute, die du ansprechen kannst, die... Vielleicht, ja, ja, weiß ich nicht, vielleicht, ja. Aber ich arbeite noch immer daran, weil man muss immer wieder was Neues machen, immer wieder seine Ideen erneuern. Weil wenn man eine Zeit nicht so aktiv ist, man wird vergessen, schnell heutzutage, das ist ganz normal, das kennen wir alle von Social Media. Wenn ich jetzt eine Woche nichts poste, dann denkt man so, ja, der hat aufgehört. Es ist ganz schnell, wir leben in so einem schnellen Leben gerade. Ja. Muss immer aktiv sein, immer was Neues zeigen. Mhm. Ja. Ist das deswegen stressig? Nein, weil ich mache es für mich, aber ich zeige es gerne. Okay. Genau, ich mache die Mode für mich, weil es mir richtig Spaß macht. Ich bin nie müde also von dem, was ich mache. Aber ich präsentiere es gerne, ich zeige es sehr gerne. Weil diese Komplimente, diese Nachrichten, die ich bekomme, die positive Feedbacks, auch negative Feedbacks, das stärkt mich. Mhm. Ja, das gibt mir viel Energie. Okay. Genau. Gehört alles dazu. Ja. Positives und Negatives. Alles. Ja. Ja. Ja, cool. Ja, dann gleich die Frage, wie gehst du damit um, wenn du mal vor Herausforderungen stehst oder vielleicht doch mal die Inspiration nicht da ist? Ja, dann sage ich Freestyle. Freestyle, wirklich? Einfach tun. Okay. Ja, ja. Also ich habe, damit ihr wisst, jetzt, ich arbeite in der neuen Kollektion für New Culture Event am 19. April. Spoiler! die Kollektion mache ich 100% Freestyle, gar keine Skizze für diese Kollektion. Keine Texte für die? Ja, das schon, ja. Aber wirklich gar keine Skizze. Weil ich arbeite mit alten Materialien, also alten Kleidung. Das heißt, es wird alles upcycled, alles also aus den alten Klamotten, die Kollektion gemacht. Deswegen ist es auch schwierig, eine Skizze zu machen, weil in jedem Look sind mehrere Materialien. Und ich muss schauen, wenn ich dieses T-Shirt jetzt ausschneide, was kann ich dann daraus machen, weil ich habe keine große Menge von Stoffe. Deswegen Freestyle. Und auch die letzten 2 Kollektionen habe ich so gemacht. Genau. Cool. Also für dich gibt es keine Challenges? Schon, die gibt es immer. Aber man muss Lösungen finden. Ja. Sehr cool. Cooler Ansatz. Ja. Cool. Ja. Wo würdest du große Unterschiede oder generell Unterschiede zwischen der Mode in Europa und im Irak sehen? Es ist eigentlich ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Es ist ein großer Unterschied. Feel free. Es ist wirklich ein krasser Unterschied.
weil ich glaube, mehr als die Hälfte von Mode, die ich hier mache, kann ich dort nicht präsentieren, aufgrund der Kultur. Ist ein bisschen streng oder strenger. Also Kultur, Religion, von, ja, also ich kann meine Mode generell, glaube ich, dort nicht präsentieren, weil erstens, ich mache oft Designs aus Mesh oder Netzstoffe, Spitze manchmal, oder letztes Mal habe ich mit Spitze gearbeitet, und sowas kann ich dort nicht zeigen. Man zeigt nicht so viel Haut, man zeigt generell Nacktheit, oder für sie ist halt Nacktheit, das ist halt verboten. Deswegen, ich bin froh, hier meine Mode und Kunst zu zeigen, ohne Angst, ohne irgendwelche Gedanken. Das Einzige ist, was mich vielleicht einschränkt, ist Instagram. Sagt, nein, das ist zu nackt, ja, manchmal. Ja. Ja. Aber sonst... Zensur. Ich habe wirklich Freiheit, was das angeht. Und außerdem ist auch die... Entschuldigung, meine Models. Ich kann dort auch nicht mit jedem arbeiten. Meine Models bestehen aus wirklich... aus allem. Ja, also was Gender angeht, was Hautfarbe, was weiß ich nicht, Herkünfte, groß, klein, von Größe 32 bis 42, das kann ich dort auch nicht wirklich machen. Ja. Das heißt, auch bei der Modelauswahl gehst du wirklich ganz divers durch? Ganz divers, ganz richtig, ja, ja. Immer wenn ich auch einen Casting, also Model Casting mache, also Open Call für Casting, ich erwähne immer, jeder ist willkommen, also egal welche, was für Größe, Gender, Hautfarbe, jeder ist willkommen, jeder kann für mich laufen. Sobald ein Model mein Kleidungsstück gut präsentiert, kann für mich laufen, weil jeder kann laufen, finde ich. Zweitens, ich will keine Models präsentieren, ich will meine Models präsentieren. Sie präsentieren meine Mode und sich selbst auch. Genau, also sie präsentieren sich selber. Aber erstens muss mein Kleidungsstück gut ausschauen auf der Bühne oder auf dem Runway. Und es ist mir egal, also wie ein Model wirklich läuft. Das ist, weil jeder kann laufen oder auch nicht laufen, auch Rollstuhl. Also da gibt es Models, ist ganz egal. Genau. Cool. Wie ist das hinter der Kulisse auf den Runways? Was läuft das so ab? Es ist ganz stressig. Yeah. Ja, ja, es ist, wir fangen immer mit dem Make-up an oder davor die Proben, ohne Make-up, ohne Looks. Und dann geht's ins Backstage, Make-up-Team wird sich vorbereiten, ganze Koffer werden ausgepackt, genau, Looks ausgepackt, gebügelt oder gesteamt, vorbereitet. Voller Chaos natürlich, hinten ist immer wenig Platz, werden geschminkt und dann kurz vor der Show wird sich anziehen, also wird die Models umgezogen und es ist immer dieser Chaos, wenn ein Model nicht genau weiß, wie das Kleidungsstück angezogen wird, dann muss ich hinlaufen, das andere ruft, und das hieß, obwohl ich schon manchmal Backstage Leute habe, die mir helfen, aber es ist ein ganz cooler Vibe. Mit, wirklich im Backstage. Vor allem noch schöner ist nach der Show. Da wird gefeiert, da sieht man diese krasseste Energie. Also wirklich hinten nach der Show, das ist das Schönste für mich. Cool. Ja. Wir sind alle glücklich, ich auch natürlich. ja. Super, alles gut gegangen, wir sind immer gemeinsam noch angestoßen. Voll, also okay. Es ist wirklich jedes Mal wunderschön, Backstage, ja. Sehr cool. Und manchmal, also natürlich gibt es richtig Stress manchmal, wenn kurz vor der Show irgendein Kleidungsstück kaputt geht oder so. Das passiert. Okay. Ja. Man muss sich halt vorbereiten, dass sowas kommen kann. Deswegen habe ich immer auch eine kleine Tasche mit für Nähenzubehör, um schnell zu reparieren. Hatte ich auch 2-3 Mal. Oh, ja, ja. genau, ja. Sehr cool. Bist du dann noch manchmal wechselst du dann auch zwischen vorne und hinten?
Backstage und Frontstage? Nein, ich gehe erst nach der Show raus. Okay. Ja, weil ich muss die Kontrolle hinten haben. Ich muss schauen, dass alles gut läuft, dass die Models sich wohlfühlen hinten. Ja, ich gehe erst raus, wenn die Show vorbei ist. Selten gehe ich davor, wenn noch nicht so viele Zuschauer drinnen sind. Ja, weil ich muss mich dann auch selber hinten umziehen, Haare machen, vielleicht ein bisschen Make-up. Ja. Einfach hinten dabei sein. Genau, genau. Cool. Ja. Okay, well, apropos Outfit-Check. Magst du uns was erzählen zu deinem heutigen Look? Ja, gerne, wenn du willst. Die Hose, ich weiß nicht, ob man sie sieht, ist von mir. Bisschen gedehnt, so. Ist von mir, ist von meiner Zart- und Zuckerl-Kollektion. Oh. Schon 2-3 Jahre her habe ich für ein Festival gemacht damals. Und das T-Shirt ist von einem Designer aus Wien, Bernhard Couture heißt er, Freund von mir. Und die Jacke ist Secondhand. Ich kaufe ganz viel Secondhand, schon seit Jahren. Ich habe die letzten 5 Jahre, fünf Jahre habe ich ja kein einziges Kleidung, also Fast Fashion Stück gekauft, nur Secondhand und Designermode. Genau. Und die Designermode sind nur, wenn sie in Europa hergestellt sind. Okay. Ja, deswegen, ich matche einmal von mir, einmal von einem Freund, einmal Secondhand. Ja, cool. Ich habe nichts anderes. Cool. Ja. Machst du dir viel selber? Für mich ganz wenig. Ja? Wirklich okay. Ganz wenig. Also ich habe, glaube ich, 3 Hosen, 3 Jacken, das war es von mir. Mhm. Ja. Okay. Genau. Cool. Genau, Fast Fashion hast du schon angesprochen. Ja, es ist, das Thema beschäftigt mich schon seit ein paar Jahren. Ich habe sogar meine Abschlussarbeit an der Modeschule über Fast Fashion und Nachhaltigkeit der Mode geschrieben. Es ist ein ganz großes Thema, es ist wirklich ganz schlimmes Thema auch, weil vielleicht wissen ganz viele Menschen nicht, dass die Modeindustrie ist die zweitschädlichste Industrie der Welt nach Erdölindustrie. Und 20% der Wasserverschmutzung der Erde kommt von der Mode, von der Färbung der Mode. Und wir sind gerade fast in einer Wasserknappheit-Krise und eigentlich ist auch die Mode der Grund. Weil für eine Jeanshose braucht man 10.000 Liter Wasser, um sicherzustellen. Für eine? Für eine Hose. Wow. Ja. Genau. Okay. Deswegen habe ich aufgehört mit Fast Fashion schon Jahre, also 5 Jahre jetzt, 4,5, 5. Weil ich will nicht ein Teil davon sein. Mhm. Genau. Ja. Gut, welchen Rat würdest du Leuten geben, die jetzt in Wien beginnen wollen, Fuß zu fassen in der Fashion-Szene? Oder was möchtest du ihnen mit auf den Weg geben? auf jeden Fall, wirklich, das ist so für mich ein Schlüssel für deinen Weg. Kontakte, wirklich, du musst einfach nicht arrogant sein. Du musst einfach andere Designer, also die Shows besuchen, Ausstellungen besuchen und Menschen aus dem Bereich, aber auch aus anderen Bereichen kennenlernen, weil du wirst sie brauchen, sie werden dich brauchen, ihr arbeitet gemeinsam und diese Zusammenarbeit entwickelt den einen, muss ich sagen. Und für Leute, die jetzt anfangen, ich würde auch sagen, macht das nur, wenn ihr wirklich das liebt, für euch macht und hört einfach nicht auf, weil wieso hast du angefangen? Mhm. Hör einfach nicht auf, tu es einfach. Mhm. Ja. Dranbleiben, das genau. Feuer genau. Schüren. Voll. Cool. Ja. Cool. Was wäre dein Traumprojekt? Ich würde jetzt mein Traumprojekt nicht sagen, aber ein sehr großes Projekt, was ich plane, eine ganz große Kollektion zu machen, die ich, glaube ich, dieses Jahr präsentieren werde,
bei meiner ersten eigenen Show. Und das wird auch eine exklusive Show sein. Also wirklich viel daran gearbeitet, geplant natürlich. Und das wird, ich kann jetzt vielleicht sagen, oder den Namen erwähnen von der Kollektion. Wir können einen Deep drüber legen, oder so? Ja, ich werde aber nicht sagen, warum der Name so ist. Die Kollektion heißt 45 oder 45. Ja, cool, ja. Vielen Dank. Gerne. Spannend, dann sind wir gespannt. Na, ich danke dir, euch. Und ich freue mich nochmal, ich freue mich sehr auf 19. April. Ja. Ja, 19. April, seid dabei. Genau, alle. Wer nicht kommt, wird blockiert. Wir werden da sein, ganz genau. Sicher. Ganz viel zum Plaudern wird es geben. Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, für deine Offenheit, fürs Plaudern. Gerne. Schön war es, mich sehr gefreut. Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich war heute hier mit Kareem. Alle Infos zu ihm und wo ihr ihn finden könnt, sind unten in der Beschreibung. Ihr findet uns auf YouTube und Spotify. Und wenn es euch gefallen hat und wenn es euch auch nicht gefallen hat, hit the subscribe button and support your friendly neighborhood artists. Dankeschön.